Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise des Tarnkonzepts von Phantom Leaf. Wir haben ja bereits letztes Jahr euch den Teaser von Phantom Leaf gezeigt. Da haben wir sehr schnell festgestellt, dass es nicht einfach mit ein, zwei Videos abzuhandeln, sondern da müssen wir wirklich eine richtig große, umfangreiche Serie draus machen, weil Phantom Leaf einfach so eine mächtige, große Geschichte ist mit verschiedenen Tarnmustern, Konzepten, Zubehör und Pipapo. Das kriegen wir nicht in ein oder zwei Videos. Deshalb könnt ihr euch heute schon darauf freuen, dass wir euch bis zur nächsten IWA jeden Monat einen weiteren Teil von Phantom Leaf vorstellen werden. Wir verraten heute noch nicht, was genau in den Videos vorkommen wird. Einfach, damit ihr auch ein bisschen dass die Spannung ein bisschen erhalten bleibt. Nur so viel, wir haben verschiedene Tarnmuster, wir haben Zubehör, wir haben verschiedene Hersteller. Das heißt, das wird wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Bevor wir richtig loslegen, gibt es erstmal ein bisschen Geschichtsunterricht. Tarn und Täuschen ist so alt wie die Menschheit. Der Kopf hinter Phantom Leaf, Dr. Florian Lenz, beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit genau diesem Thema. Durch sein Wissen aus der Medizin hat er sich Gedanken gemacht, wie das menschliche Gehirn auf Hintergründe, auf die Umrisse einer menschlichen Silhouette auswirkt, wie Licht und Schatten sich auswirken. Diese ganzen Aspekte sind alle in Phantom Leaf eingeflossen. 2008 war es dann soweit und Phantom Leaf wurde gegründet. Primär war das Unternehmen im Behördenbereich tätig. Man hat für Spezialeinheiten von Militär und Polizei maßgeschneiderte Konzepte entwickelt, um wirklich eine intelligente Tarnung zu haben, die speziell auch in der Bewegung funktioniert auf unterschiedlichen Distanzen. Das Wichtigste bei der Entwicklung des Tarnmusters war primär der Schutz der Personen, die getarnt werden. Wir haben hier Spezialkräfte, Militär, Polizei, die natürlich in gefährlichen Situationen arbeiten müssen, wo die Tarnung wirklich nicht auffliegen darf. Und da ist natürlich super wichtig, dass da auch die Tarnung entsprechend wirkt. Bei der Entwicklung des Tarnmusters wurde ein neuartiger Algorithmus verwendet, der trotz wechselnder Hintergründe und egal ob fern oder nah, sich lückenlos einfügt und damit die menschliche Silhouette plus Ausrüstung perfekt bricht. Phantom Leaf ist aktuell ja nur für Behörden zugänglich gewesen, beziehungsweise das Muster wurde der Öffentlichkeit vorenthalten. Jetzt gibt es eine abgewandelte Version, extra auch für den zivilen Markt. Das ist das WASP 2 und das gibt es aktuell in den Varianten Z2, Z3A und Z4. WASP 2 von Phantom Leaf wird in 7 verschiedene Klimazonen unterteilt, weil es kein universelles Tarnmuster gibt. Z4 ist Konstruktion, alles von Menschenhand erschaffene. Z2 ist Niederwuchs oder trockene Gebiete. Und Z3A Hochwuchs ohne Schneebedeckung. Wir starten mit dem Tarnmuster WASP 2 in der Farbkombination Z3A, also Vorgebirge, grüne Gegenden, Dschungel und so weiter. Das Muster setzt sich aus 7 verschiedenen Farben zusammen, wobei dabei Mikro-, Midi- und Makroelemente verwendet werden. Die Grundtöne sind Elfenbein, Kojotebraun, Dunkelgrün, Dunkelbraun. Das findet man in dem Mikrobereich. Das sind die ganz kleinen Teile in diesem Tarnmuster. Die Midi- und die Makroelemente sind ineinander überlaufend. Darin findet man Hellgrün, wieder Elfenbein. Und dann haben wir in den ganz großen, in den Makroelementen, Dunkelbraun und schwarze Elemente. Obwohl Schwarz in der Natur nicht vorkommt, hat man bei den Makroelementen
dunkelbraune und schwarze Töne gewählt, einfach aus dem Grund, dass auch nach mehrmaligen Waschen die Klamotten, die Kleidung nach wie vor eine gute Tarnwirkung erzielt. Das ganze Muster ist in einer Gitterstruktur, in einer Netzstruktur aufgebaut, die man auch wirklich im Muster deutlich erkennen kann, was auch hilft, die Silhouette zu brechen. Bei Tarnung muss man immer berücksichtigen, dass eine Tarnkleidung natürlich immer zweidimensional ist. Das gilt natürlich auch für Phantom Leaf Wasp 2. Und ihr werdet natürlich immer das Problem haben, dass die menschliche Silhouette, die Schultern und der Kopf deutlich hervortreten. Wenn ihr aber hier euch die Aufnahmen anschaut, die wir gemacht haben, dann seht ihr deutlich, dass die Tarnwirkung schon ohne ein 3D-Element wunderbar funktioniert. Und zwar in verschiedensten Gegenden. Das ist jetzt egal, ob da ein Waldboden zu sehen ist oder ob da Bäume im Spiel sind, Felsen. Überall, wo sich das Muster einbindet oder beziehungsweise überall, wo man grüne Elemente findet, fügt sich das Muster nahtlos ein. Interessant ist auch die Tarnwirkung, wenn sich Objekte oder Blätter vor dem Tarnmuster befinden. Hier reicht wirklich schon ein einzelner Ast oder eine einzelne Gabelung, um das Muster wirklich komplett zu verschmelzen mit der Umgebung. Das Witzige an der Sache ist, das funktioniert auch genau in die andere Richtung. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, ist überhaupt nichts davor, ja, und es ist vor allem alles grau. Und trotzdem fügt sich das Muster wirklich perfekt hier ein, einfach weil auf den Felsen auch noch Moos vorhanden ist und wir den Grünanteil von Phantom Leaf wieder mit drin haben. Durch die unterschiedlich großen Tarnelemente funktioniert das Muster sogar extrem gut in trockenem Holz oder hier in dem Totholzhaufen. Da sieht man wirklich sehr gut, wie die Silhouette gebrochen wird. Moderne digitale Tarnsysteme funktionieren meist nur im Nahbereich gut, auf Entfernung entsteht ein großer Fleck oder ein Brei. Bei Phantom Leaf ist das nicht so, diese Tarnung funktioniert wirklich gut auch im Nah- und Fernbereich. Die Profis setzen auf Netzschal oder Buni, hier wird auch deutlich klar warum, sobald die Form unnatürlich ist wie bei einer Basecap, hilft auch die beste Tarnung nichts. Das menschliche Auge reagiert als allererstes auf Bewegung. Solange man sich nicht bewegt und einen guten Hintergrund ausgewählt hat, ist es fast unmöglich, mit Phantom Leaf aufgeklärt zu werden. Die meisten Tarnmuster funktionieren sehr gut im Schatten, versagen dann aber im Sonnenlicht, im grellen Sonnenlicht oder andersrum. Bei Phantom Leaf sieht man hier sehr schön, dass auch beim Spiel von Licht und Schatten hier auf dieser Lichtung und obwohl wir eine exponierte Stelle gewählt haben, das Muster trotzdem noch funktioniert. Wir wollten eigentlich keinen Vergleich zu anderen Tarnmustern machen, haben aber uns entschieden, das Bundeswehr-Tarnmuster dazu zu nehmen, weil das jeder kennt. Und hier sieht man sehr schön, das ist sehr dunkel und funktioniert entsprechend auch eher im Herbst. Was man immer bedenken sollte, eine Tarnung, die heller ist, kann man immer dunkler machen, andersrum geht das nicht. Ganz wichtiges Thema bei Tarnung ist natürlich auch die Fähigkeit, bei Nacht zu funktionieren. Hier seht ihr jetzt eine Aufzeichnung, wo wir verschiedene Aufnahmen gemacht haben mit Infrarotstrahler und ohne Infrarotstrahler. Man sieht deutlich, ohne Infrarotstrahler funktioniert die Tarnung genauso gut wie am Tag, aber auch mit dem integrierten Strahler hier des Nachtsichtgeräts hat man wirklich eine gute Tarnwirkung. Befindet sich das Objekt hinter einem Gestrüpp oder hinter einem Baum, ist es nicht auszumachen, egal ob mit oder ohne IR-Strahler. Exponiert haben wir hier nochmal eine Aufzeichnung gemacht, wo wir das T-Shirt zeigen, das ist eigentlich schwarz. Das heißt, es sticht deutlich hervor. Die ganze Tarnung nutzt nichts, wenn keine Textilien mit Infrarotreflektionsschutz verwendet werden. Links ohne Infrarotreflektionsschutz, rechts mit. Bei der Verwendung eines stärkeren externen IR-Strahlers strahlt die Kleidung nicht mehr als die Umgebung. Zum Schluss natürlich immer daran denken, auch Teile der Kleidung wie die Schuhsohlen müssen getarnt werden. In der zivilen Linie ist auch überall das Phantom Leaf Logo eingearbeitet, wo eindeutig auch CIV drin steht. Daran kann man erkennen, dass ihr ein Produkt der zivilen Linie habt. Damit sind wir am Ende des ersten Videos unserer Phantom Leaf Serie mit der Tarnung Z3A Wasp 2. Ich hoffe, ihr habt da einen guten Eindruck gewinnen können. Ich möchte dazu noch sagen, natürlich, wir haben jetzt Mai 2020 und obwohl das jetzt hier eine grüne Tarnung ist und wir ja auch ein sattes Grün draußen haben, ist natürlich immer noch mal die Tarnwirkung in unterschiedlichen Jahreszeiten oder in unterschiedlichen Monaten noch mal verschieden. Wir werden deshalb auch in den weiterfolgenden Videos immer wieder dieses Tarn mit einbringen, einfach, dass ihr noch mal einen guten Einblick bekommt, wie dieses Tarnmuster über das Jahr verteilt funktioniert. Wie findet ihr das Tarnmuster? Habt ihr noch Fragen dazu? Dann schreibt es uns in die Kommentare.
Falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Alter, das ist kein Reflektor, das ist ein fucking Laser! Ja, aber sonst sieht man dich ja nicht. Das ist so gut getan. Ich bin auf jeden Fall braun nachher, wie ein. Sag's nicht. Du musst ja wieder rausschießen. Piep! Wie ein westmexikanischer Stier. Auf. Dingsbums, sag schon. Crack. Also, ist gerade wirklich. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann nicht vernünftig in die Kamera gucken. Pass auf, die Kamera sieht dich, du kannst loslegen. Ja, aber ich sehe ja dann aus wie Hans Maulwurf von den Simpsons, weißt du? Mir drehen die Augen gerade wie Sau.